Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen absoluten Kerzen-Adventskalender. Und zwar habe ich hier den Ava and May Mini-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so einen kleinen Spoiler zu erleben und einen kleinen Blick hineinzuwerfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Unlock New Memories steht hier drauf. Der ist ganz schön schwer. And bring them home. Also du sollst neue Erinnerungen freischalten und sie nach Hause bringen. Sehr wahrscheinlich wird dir dann quasi der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren dabei helfen. Und hier haben wir eine wunderschöne Skyline. Und der ist ganz schön schwer, Leute. Ne? Da sind 24 Mini-Duftkerzen drin von Ava and May. Und ja, ich habe ihn jetzt zugeschickt bekommen, um euch so einen kleinen Spoiler, einen kleinen Einblick geben zu können. Das heißt, wir dürfen 6 Kläppchen einmal aufmachen. Und ich darf euch ein bisschen was zu dem Adventskalender erzählen und ein paar Tipps und Tricks mit an die Seite geben. Zum Beispiel einen mega coolen Rabattcode, das ist Happy Claudi. Damit kannst du nämlich auf die Adventskalender im Early Bird Verkauf, da gibt es nämlich 2 Stück von, 25% sparen und auf das komplette Sortiment, es gibt ein paar Ausnahmen, die blende ich euch auch mal ein, ne, könnt ihr 30% Rabatt bekommen. Wir zahlen für diesen Adventskalender 119,99 €, erhalten aber 24 Mini-Duftkerzen und da sind sowohl bekannte Düfte aus den Bestsellern oder Limited Editions oder sowas mit dabei, aber wir haben hier auch ein paar exklusive Düfte drin, die nur in dem Adventskalender drin sind. Und was ich persönlich jetzt schon feiere, ist, dass ich weiß, dass ich hier 24 Kerzen bekomme. Ja, in dem Duftkerzen-Adventskalender Duftkerzen drin zu haben, ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Und ja, den könnt ihr jetzt schon bestellen und den bekommt ihr jetzt auch schon geliefert. Den großen Adventskalender für 199,99 € bekommt ihr dann im November geliefert. Wir haben hier so eine richtige Weltkarte, denn das ist ja das, wofür Ava and May auch steht, ne? Für diese Duftreisen quer durch die Welt. Und das finde ich so schön. Also du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto irgendwo hinreisen. Du kannst dich einfach von Ava and May auf eine wundervolle Duftreise entführen lassen. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile ja auch die Kooperation mit denen habe, denn das sind keine Kopfschmerzdüfte für mich. Feiere ich hart. Wir haben hier trotzdem, dass es halt einfach eine Weltkarte ist, haben wir hier auch noch weihnachtliches Design dabei mit einem Lebkuchenmännchen, Zuckerstange, dies, das, Ananas. Feiere ich hart. Ein Schlitten ist auch noch mit am Start. Und wir haben hier von 1 bis 24 die Kläppchen, was dann auch eigentlich ganz cool ist tatsächlich. Der ist wirklich schwer. Warum ist der so schwer? Ja, wahrscheinlich wegen dem Glas der Kerzen, ne? Genau. Komm, bevor ich jetzt irgendwie die ganze Zeit noch weiter um den heißen Brei drum zurede, gucken wir schon mal in die erste Zahl hinein, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es die Nummer 6. Und alle Kerzen, die hier in dem Adventskalender drin enthalten sind, sind auch in diesem Design. Also die sind halt exakt gleich von der Optik her, sodass du halt ein schönes, einheitliches Design hast. Jo. Und also halt dieses wunderschöne Grün, was halt total passt. Und ich lese hier gerade Santa's Workshop, Ava and May North Pole. Guck mal, wie hübsch die einfach aussieht, ne? Genau. Also ich mag das einfach gerne leiden. Ich habe hier ja auch die Dresden-Kerze am Brennen. Die habe ich in einem anderen Adventskalender drin gehabt. Und ich liebe die Düfte. Die sind ja entwickelt von Parfümeuren. Und da merkst du halt einfach, dass da irgendwer vom Fach hintergestanden hat, sich Gedanken gemacht hat, eine Duftpyramide für eine Kerze aufgebaut hat. Und da einfach was Wundervolles entwickelt hat. Dann beziehen die das Soja auch noch aus Italien und die Produktion findet dann in Spanien statt. Und das Ganze ist dann halt wirklich so ohne super lange Transportwege und dies, das, Ananas. Weißt du Bescheid? Ja, ein bisschen Infos wollte ich euch ja auch noch mit reinhauen, Leute. Das ist wichtig. Man muss auch mal so ein bisschen Bildungs-YouTube betreiben. Und genau, deswegen ist es halt auch ganz cool, weil knack, das war die Hüfte. Du hast halt jetzt nicht irgendwelche verrückten Arbeitsbedingungen oder so, sondern es sind europäische Arbeitsbedingungen. Und das finde ich auch sehr cool. Und ja, das ist ein sehr dezenter Duft tatsächlich. Ich hätte den jetzt als intensiver gehofft. Aber gut, wonach soll der Nordpol riechen, Claudi? Ganz ehrlich. Der hat was leicht aquatisch Frisches, würde ich tatsächlich dazu sagen. Aber gleichzeitig auch, als würde ich so durch den Wald laufen. Wobei am Nordpol ist nicht so viel Wald, ne? Keine Ahnung, die muss ich halt wirklich mal im Annenzustand schnuppern. Und dann kann ich euch da ein bisschen mehr zu erzählen. Übrigens packe ich die auch alle wieder zurück, ne? Weil den Adventskalender werde ich dann auch für mich im Advent aufheben. Und hier habe ich jetzt die Nummer 9 und da bin ich gespannt, über welchen Duft wir uns hier drin freuen dürfen. Das ist eine Special Edition, das steht hier auch drauf. Okay, das ist natürlich cool. Sparkling Wine, okay.
Nach spritzigem Wein soll die duften. Ja, wie riecht denn spritziger Wein, Leute? Wow, genau so. Wobei, der hat auch einen Hauch Parfum mit drin. Also quasi sehr parfümierter Wein, aber trotzdem hast du dieses Weißwein-Duftgedönsen. Also diese Traube, diese Fruchtigkeit, die da rauskommt. Das riecht schon cool. Das finde ich sehr interessant. Also ich meine, wie würdest du einen Sparkling-Wine-Duft herstellen? Super, super schwierig. Da merkst du, Fachleute sind am Start, ne? Natürlich vegan und tierversuchsfrei. Ganz interessanter Duft. Da hast du auch was Seifiges schon irgendwie mit drin, aber hauptsächlich riechst du wirklich diese Traubigkeit davon. Das ist, gibt's das Wort? Ich weiß es nicht. Aber es riecht sehr nach Traubenwein. Sehr cool. Hüpfen wir mal zur ersten Schnapszahl, zu der Nummer 11. Die habe ich jetzt hier. Da habe ich Lübeck, Germany drin. Oh, bitte riech irgendwie nach hier. Wie heißt das? Nicht Marzipan, Quatsch. Lebkuchen, bitte. Es riecht auf jeden Fall nach keine Ahnung, nach Weihnachtsmarkt, finde ich. Jetzt nicht zimtig oder so, aber würzig. Aber angenehm. Ich kann da meine Nase reinhalten, ohne Kopfweh zu kriegen. Das ist sehr angenehm. Und Mr. Bauri tritt mich auch gerade. Ich glaube, der mag den Duft auch. Hergestellt sind die Kerzen übrigens aus Sojawachs, was irgendwie auch ein super nachhaltiger Rohstoff ist. Also auf jeden Fall deutlich nachhaltiger als Paraffin. Und der ist 100% biologisch abbaubar. Auch das sehr positiv, ne? Es riecht wirklich gut. Also ich mag den Duft. Das hat eher wirklich was Parfümierteres tatsächlich, aber auch was Würziges. Oh, das mag ich. So, ich hüpfe jetzt wieder 2 Tage weiter und gehe zum 13. Dezember. What have we? Lapland, Winterland, okay. Das ist auch sehr cool. Aber Nordpol, Winterland, das passt natürlich zum Adventskalender, ne? Und wir werden dann natürlich auch so ein bisschen Richtung das Haus vom Nikolaus, das Haus vom Weihnachtsmann gelotst, duftreisentechnisch. Boah, das riecht sehr maskulin, finde ich. Aber angenehm, aber waldig auch wieder. Das ist ein Duft, der wird meinem Freund sehr gefallen. Das riecht wirklich, als hätte mein Freund gerade nebenan geduscht. Und du hast ja halt nicht nur diese klassischen süß-fruchtig Duftnoten drin, sondern es ist schon sehr abwechslungsreich. Und das macht Arbeit mir ja auch echt aus mitunter, finde ich, ne? Dass du so super viele verschiedene Düfte dort hast und einfach die Möglichkeit, im Prinzip, dass für jeden was mit dabei ist. Und sollte dann doch mal irgendwie eine Kerze dabei sein, wo du sagst, ist jetzt nicht ganz so unbedingt mein Duft. Die eignen sich 1A zum Verschenken immer, ne? Also ich glaube, wenn man so ein Geschenk macht und dann so eine kleine süße Arbeit-Made-Duftkerze mit dabei packt, da freut sich doch jeder gefühlt drüber. Ja, finde ich schön. So, ich hüpfe jetzt immer weiter zum 20er-Bereich und habe hier auch die Nummer 20, eine Woche nach dem 13. Und da haben wir drin auch eine Special Edition, Pinot Noir. Wieder so eine Geschichte. Wir hatten ja eben schon diese Sparkling Wine-Sache, ne? Und das ist jetzt Pinot Noir. Da denke ich, dass es nicht so traubig riechen wird, sondern allein vom Namen her schon so ein bisschen schwerer vielleicht. Boah, riecht das fruchtig. Angenehm. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das mag ich noch lieber als das Sparkling-Wine-Geschichten-Gedönsen, weil das mehr so ein Cloudy-Duft ist. Das hat wirklich eher was sehr Beeriges tatsächlich. Also so beerig im Sinne von rote Beeren habe ich da auch richtig im Kopf. Also wenn ich da meine Nase dran halte, das passt einfach. Wenn ich direkt unten irgendwo in einem südländischen Land, irgendwie Italien, Süditalien oder so, sitze auf der Terrasse von meinem schönen Ferienhäuschen und gönne mir so eine kleine Flasche Rotwein. Nur eine kleine. Ja, und Richtung Weihnachten dürfen die Düfte natürlich auch ein bisschen schwerer werden. Und jetzt gehe ich noch ein Kläppchen weiter zum 21. Dezember. Und den habe ich hier. Da ist das Lebkuchenmännchen auch mit am Start. Oh, ich freue mich so drauf, den im Dezember dann auszupacken. Ihr fragt mich ja immer, Claudi, packst du einen Adventskalender aus? Also so nur für mich. Ja, jetzt definitiv den hier. Die Kerze riecht gerade so hart, krass. Und für Mr. Bauchi habe ich ja auch schon den aus dem Pelletier Verlag, einfach mit der Weihnachtsgeschichte vom Zimtölpel. Hier habe ich von Arbeit Made in Limited Edition Pine. Und Leute, das riecht wie ein Pinienwald überhaupt, ohne dass ich meine Nase auch nur nah drüber gehalten hätte.
Wow, ja, geil. Das ist ein Duft, den will ich in einem Adventskalender haben. Das ist Tannenzapfen. Tannennadeln. Adventsgesteck, Nase drüber halten, einatmen. Das ist der Duft und das ist halt so richtig schön Weihnachten und das mag ich gerne leiden. Das mag ich richtig gerne leiden. Oh. Es sind halt auch nicht so, habe ich ja auch gesagt, nicht so aufdringliche Düfte, sondern es sind halt Düfte, die ich habe normalerweise vor der Schwangerschaft mega mit Migräne zu kämpfen gehabt. Durch die Schwangerschaft hat sich das Ganze dann so Gott sei Dank ein bisschen verabschiedet, wobei es erst schlechter geworden ist. Und es sind einfach, also ich bin einfach glücklich darüber, dass alle Kerzen, die ich bislang von Arbeitmail getestet habe oder wo ich meine Nase drüber gehalten habe, dass ich immer keine Kopfschmerzen bekommen habe. Und das ist immer so ein Problem von mir gewesen. Ich lieb's. Also das ist also ganz toll. Ganz, ganz toller Duft. Also da bin ich jetzt noch umso gespannter, was dann quasi auch in den anderen Büchschen drin ist, in den anderen Kläppchen. Aber hey, wir wollen weder mich noch euch allzu sehr spoilern. Ich kann nur sagen, es wird definitiv für Leute, die Bock auf Düfte haben, die Bock auf Kerzen haben, kein Fail sein, weil du hast safe in jedem der 24 Kläppchen eine Mini-Kerze drin. Okay, man kann sich spoilern, wenn man hier hinten drauf guckt, aber das mache ich natürlich nicht. Und jede Kerze hat 30 Gramm. Also da kann man sich theoretisch ja auch Pi mal Daumen ausrechnen, was dieser Adventskalender an Wert hat, ne? Weil das ist ja auch immer das, was ich euch gerne dann auch so mit auf den Weg gebe. Sprich, lohnt sich der Adventskalender? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich freue mich schon mega drauf, dass das hier dann mein Adventskalender für die Weihnachtszeit wird. Und ja, da werde ich dann auch nochmal so komplett durch die Duftreise durchgehen. Mal schauen, ob ich euch dann auch auf Instagram mitnehme. Da muss ich einfach gucken, wie sehr Mr. Bauchi es zulässt, dass ich dann auch quasi aktiv sein kann und euch dann nicht nur den vorproduzierten Content halt so gebe, ne? Aber ja, ich freue mich halt drüber, tatsächlich. Vielen, vielen Dank an Ava und May, dass ihr da mir so ein cooles Produkt geschickt habt, damit ich das vorstellen kann. Lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, wie ihr den Adventskalender-Einblick jetzt so von mir fandet. Denkt auf jeden Fall auch an Happy Cloudy, da könnt ihr euch auf jeden Fall hart gönnen. 25% auf die Early Bird Adventskalender und 30% auf das restliche Sortiment. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem kurzen, aber doch sehr intensiven Adventskalender-Unboxing von Ava and May. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!